Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Donnerstag, den 7.3. Entschuldigung. Stolper, stolper. Naja, wir laufen langsam auf eine Zeit zu, wo Merkur in enge Konjunktion zu Neptun kommt und da kann schon auch mal ein bisschen Unklarheit, Verwirrung eintreten. Ja, etwas schwammig. Sein und sich auflösen, ins Holpern kommen. Ja, beide in den Fischen. Jetzt konzentrieren sich wieder sehr viele Planeten in den Fischen. Ja, eben die Venus auch noch, der Mars. Ja, geht auch. So langsam Richtung Fische, aber das dauert dann auch noch so ein ganzes Stück. Ja, und bald haben wir dann den Neumond in den Fischen am Sonntag und bringt das eben auch noch mal sehr, ja, sehr lösende Energie mit sich, ne? Dass sich etwas auflöst, ablöst, aber ja, einfach auch in Entwicklung kommt, ne? In den Fluss kommt, in den Gang kommt. Schauen wir mal, was haben wir denn heute? Die Trompete. Ja, da schallt es und hallt es. Ja, ein Trompeten, ein Fanfarenruf. Vielleicht gibt es da heute tatsächlich dann einen wichtigen Anruf. Ja, dürfen wir hier. Ja, vielleicht weißt du um den Termin, aber vielleicht ist es auch überraschend, dass hier jemand anruft oder du anrufst und es ein wichtiges Signal ist. Ja. Kommt immer so drauf an, was man mit der Trompete dann für Töne und Melodien spielt. Sind es Applaustöne, Fanfarentöne, die bejubeln oder die ein Warnsignal abgeben. Schauen wir gleich mal, inwiefern. Drei der Kelche, ja, vielleicht kündigen sich da auch Freunde an. Besuch, gibt es Grund zum Feiern? Also scheint es dann hier doch eher eine Jubelmusik zu sein. Ja, drei der Kelche, hast du Grund zum Danke sagen, zur Freude, dann tu das auch, ja. Dann, ja, posaune es vielleicht auch laut hinaus, deine Freude über irgendetwas, ja, vielleicht das, wenn man sich wieder trifft, ist das ja so durchaus auch eine Geste, ne, dass man sich, ja, schallend begrüßt. Oder es freudig verkündet, wenn ja vielleicht hier auch Nachwuchs ansteht, Nachwuchs ins Haus kommt. Ja, vielleicht kommt aber eben auch durchaus zu Ohren hier, ganz warnend vielleicht auch, ja, dass hier etwas durchaus auch in die Schieflage gerät. Ne? Wir haben mit den drei der Kirchen auch immer eben Dreierkonstellationen angezeigt, gerade ne, im Bereich Liebe. Aber ja, wie gesagt, das muss jetzt nicht nur eine dritte Person sein, die dann eine Rolle spielt, sondern hier könnte vielleicht auch ein Weckruf, ein Achtungsruf innerlich stark werden oder vielleicht auch äußerlich, ja, durch Streitigkeiten, auch wenn die jetzt bei den drei der Kelche nicht angezeigt ist, durch irgendetwas, was jetzt hineinkommt, eine harmonische Beziehung stört, ja. Ja, eben. Das kann vielleicht auch ein schädliches Hineingerede sein, ja, Hineingetöne, das ja, sich irgendetwas zwischen dich und dein Gegenüber oder ja, also in der Liebe oder aber auch, was weiß ich, hin zu Kind oder zu Eltern oder nur zu Freunden hineinmischt. Auch das, ja, das kann auch ein Übermaß an Arbeit sein jetzt oder dass irgendwas anderes plötzlich so eine Bedeutung erlangt, wie einer von euch beiden, ne? Und dann plötzlich die Harmonie miteinander stört. Ja, ja,
ist das dann hier eher ein Weckruf, mal genau hinzuschauen, ja, gerade eben, wenn dann solche Sachen wie Streitigkeiten aufkommen oder dass man sich ja vielleicht auch emotional voneinander so ein bisschen distanziert fühlt, wie gestört fühlt. Ja, was weiß ich, auch hin zu Kindern zum Beispiel oder eben zu Freunden. Ja, dann ist das ein gutes Signal, vielleicht auch eben mal wieder zum Hörer zu greifen oder miteinander dann etwas zu unternehmen. Ne? Ja, dann vielleicht am Wochenende oder an dem Tag selber jetzt hier. Ne? Ja, ansonsten könnte hier etwas Freudiges verkündet werden. Vielleicht auch eine Einladung zu einem Fest. Ja, kommt das hier heute hinein? Hast du aber, wie gesagt, selber auch sehr viel Grund zum Danke sagen. Ja. Ja. Hier gibt es eine wichtige Entwicklung dann auch. Ne? Bist du auch dazu eingeladen, Danke zu sagen für das, was ja zustande gekommen ist, ne? Was hinter dir liegt, was gelungen ist, was angegangen ist. Ja, wir hatten den Neuanfang ja durchaus mit dabei, eben auch mit dem Kind. Ja, von daher kann das hier schon eben auch sein, dass noch einmal ganz offiziell auch ja, bekannt gegeben wird, dass der Nachwuchs ansteht oder ja, dass etwas gut gelungen ist. Ne? Ja, vielleicht singst du heute auch ruhig vor Glücklichkeit, Leichtigkeit. Ne? Ja, was haben wir hier? Der Skorpion. Ja, passend zur Kelchenergie. Der Skorpion kann mit seinem Stachel tödliches Gift versprühen und bestimmt so über Leben und Tod. Entscheide radikal, welche Erlebnisse aus der Vergangenheit du hinter dir lassen möchtest. Beende Dinge, die dich belasten, und wage einen Neustart. Deshalb die Affirmation: Ich löse mich von Altem, damit mein Leben eine neue Richtung einschlagen kann. Ja, das bringt es hier nochmal auch interessante Aspekte zum Gesagten hinein, gerade in Sachen Dreierkonstellationen. Ja, also es kann hier tatsächlich sein, ne, dass irgendetwas jemand, ne, auch durch hineingeredet, das muss kein anderer Geliebter, keine andere Geliebte sein, aber durch irgendwelches Schlechtreden, ne, vielleicht sind es auch, was weiß ich, deine Freundinnen, Freunde, die dir etwas madig reden. Das muss jetzt auch nicht nur Beziehung sein, sondern etwas, was du sehr magst, ja. Etwas, was dir eigentlich entspricht, eine bestimmte Entwicklungsrichtung. Ne? Dass da aus Neid oder Eifersucht eben hineingeredet wird. Ach, das wird doch nichts, was du dir da vornimmst. Ja, das hat doch keinen Bestand oder keine Perspektive, was auch immer. Ja, da darfst du ja eben innerlich auch alarmiert sein und Acht geben, wer jetzt wirklich hier hilfreich und unterstützend ist und wer nicht. Ne? Darfst auf dein Gespür achten, ja. Also hier darfst du, drei ist immer die gute Chance zur Weiterentwicklung, hier darfst du, ne, dein Gespür weiterentwickeln, deine, ja, auf dich selber achten und dir entsprechendes tun, ja, und dich dann eben von solchen Stimmen, vielleicht sogar Personen, Freunden lösen, ja, die ja, Erlösung haben wir jetzt hier auch mit dabei, die nicht wohltun. Ne? Vielleicht passiert das immer wieder, dass hier auch jemand aus Eifersucht, ne, weil er dir eine Beziehung nicht gönnt oder eine berufliche Entwicklung, eine freundschaftliche Neuentwicklung, immer wieder negativ auch auf dich einredet. Ne? Abschätzig, ablehnend. Tu das, was dir entspricht, was für dich richtig ist, ja. Ja, genauso aber eben auch, ne, wenn hier wirklich etwas, ja, erleichternd, ne, dafür, da stehen die drei Kelche natürlich auch, ne, für die Leichtigkeit, die Erleichterung, ne, die Heilung, das Heilwerden der Seele geschieht für dich, ja, dann
sag hier einfach auch nochmal Danke, auch wenn es vielleicht keine ganz leichten Zeiten waren, ne? Denn ja, Erlösung und Erleichterung bedeuten ja, ne, da war etwas eben nicht leicht. Hier waren wir gebunden, hier waren wir ja, gebunden, gefesselt regelrecht, ne? Dann hat es allen Grund zum Danke sagen, dass es jetzt anders weitergeht. Aber ja, was diese Entwicklungsphase eben auch, ne, diese Zeit der Reife so mit sich gebracht hat an Lehrreichem. Ne? Man weiß mindestens auch dann immer ganz gut oder kann es einigermaßen einordnen, was man nicht mehr möchte. Ja? Ja, Startschuss auch für leichtere Zeiten, für Neues, Neuausrichtung, innerliche Neuausrichtung, seelische Neuausrichtung. Ja, ich wünsche euch eine gesegnete Entwicklung und Zeit dafür. Und ja, traut eurem Inneren. Ja, seid damit im Reinen und ja, hütet es auch gut. Ja, natürlich genauso auch vielleicht das neue Leben, was sich da ankündigt und ja, eine neue Lebensphase dann mit sich bringt. Alles Liebe dafür und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.